Wir probieren heute mal was Neues aus. Und zwar Fast Hiking. Was haben wir heute vor? Wir wollen über das Wochenende insgesamt 85 Kilometer zurücklegen mit möglichst leichtem Gepäck. Das heißt, wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, um unsere Rucksäcke leichter zu kriegen, ohne jetzt ein Vermögen für Ultraleichtausrüstung auszugeben. Aber wir bleiben natürlich halt nach draußen. Also komplett autark mit Übernachtungssachen. Wir wollen möglichst schnell unterwegs sein, das heißt ein paar Abstiege und flache Strecken auch joggen. Eine Runde Mitleid bitte. Das erste Blut ist schon geflossen. Ich bin vorhin beim Abwärtsstocken an einem Dornenbusch hängen geblieben. Ja, und man muss echt auf seine Finger aufpassen. Man streift hier ständig irgendwas. Wir sind die ersten 2 Stunden unterwegs. Unser Plan, stellenweise zu joggen, geht bisher nicht richtig auf. Der Boden ist noch komplett nass und durch das Laub darüber ziemlich rutschig. Ja, aber wir versuchen es. Also wir testen immer wieder, ob es funktioniert. Also die Wiese hier steht komplett unter Wasser. Ich habe schon leicht nasse Socken. Ah, man ist gerade durchgekommen. Also beim Joggen wird es auf jeden Fall richtig warm wieder. Ja. Der Rucksack von Julia sieht zwar sehr groß aus. In Wahrheit hat sie eigentlich nur Schlafsack, Isomatte, Regenjacke, Schlafsäcke, Trinkblase, Handschuhe, eine Isolationsjacke und ein Handyset dabei. Es ist nicht auf Video. Die erste Bruchlandung. Das ist sehr matschig. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber genau in die Dornen gefallen. Matthias hat mich eben nämlich noch hier aus dem Dornenbusch befreit, dass mein Patagonia-Teilchen nicht weiter kaputt geht. Und da merkt man, wir sind noch neu in der Creator-Szene. Die Kamera lief nicht. Ja, genau. Ich habe sie erst befreit und dann die Kamera eingeschalten. Ja. Es gibt hier schon einige knackige Anstiege. Hier haben wir gerade wieder so einen. Der treibt die Pumpe ganz schön nach oben. Immer noch der gleiche Anstieg. Ich zeige euch mal das Höhenprofil der Tour. Wir haben noch einiges vor uns. Die Mundwinkel gehen gerade nach oben. Wir gehen nämlich wieder runter. Ein bisschen Entspannung für die Waden. Oh ja. Also der letzte Anstieg war schon richtig anstrengend. Ja. Dann ging es schon sehr steil bergauf. Ja. Und wir kommen ja gerade aus der Winterpause. Wir waren zwar einmal die Woche laufen, durchgängig. Ja. Aber wandern eigentlich gar nicht mehr. Nee. Huhu, mit Pirouette am Abgang. Das ist der Tisch. Yoga beim Wandern. Ab in die Höhle. Ja. Zieh den Kopf ein. Ich kann so laufen. Also mega cool. Ja, wie entscheidest du dich, Matthias? Unten durch oder oben hier? Ja, Hindernis Nummer 10.000 heute schon. Oh. Okay, du nimmst den einfacheren Weg. Ja. Tada. Erste Pause der Tour. Ja. 15 Kilometer sind wir schon durch die Gegend gelaufen. Echt schöne Strecken dabei. Wir wollen ja leicht unterwegs sein, darum nur 2 Regeln. Mit Aufsicht. Man sieht es hier ganz klein. Auf die Bugregnie. Schaut mal, wie unsere Schuhe schon aussehen nach den paar Kilometern. Seht ihr es? Hier saß ich. Ich bin schon gut durchgeschwitzt durch unsere Tour. Ich saß da. Ich bin gerade ein bisschen entspannter gelaufen, da sind so viele Steine, dass ich da umgeknickt bin.
Hier sinkt man extrem ein. Man sieht hier, wie schlammig das ist. Ja. Und der passende Schuh dazu? Der sieht so aus. Aber komischerweise ist eben kein Taxi mit rein. Der ganze Schlamm hat es aufgehalten. Pause Nummer 2. Die Strecke ist sehr viel anspruchsvoller, als wir dachten. Es sind so viele Höhenmeter. Also ich kriege immer nur die gelaufene Treppen oder Stockwerke angezeigt bei meiner Lifestyle Garmin. Und ich glaube, es waren jetzt schon 25 oder 26 Mal erreicht das Ziel. Und das Ziel sind 10 Stockwerke, also über 260 Stockwerke. Wenn du das umrechnet in Höhenmeter. Schon ordentlich. Kommt kräftig ans Schwitzen, aber wir versuchen uns das Ganze jetzt mit ein bisschen. Nur super kurz Pause gemacht, wir machen uns gleich wieder auf. Denn es wird richtig kalt, wenn man sitzen bleibt. Mhm. Da merkt man die 8 Grad Außentemperatur sehr stark. Ja, aber die Nüsse haben gut getan. Wieder ein bisschen mehr Energie. Und was super schön ist, wenn man nach vorne guckt, ist es zur Abwechslung mal flach. Also flach in Anführungszeichen. Sieht man meine Wangenfarbe? Ich bin schon ganz schön durchgeschwitzt. Ich glaube, mir geht es nicht anders. Ja. Wir haben den Teufel entdeckt im Wald. Aber er sieht so niedlich aus. Guck mal, er hat so 2 Hasenzähnchen und so. Und er hat tolle Wimpern. Wimpern, ja. Das sieht richtig süß aus. Das ist schon ein bisschen gruselig. Oh. Ja. Kannst du Taschentuch rausholen? Ja. Okay. Jetzt hast du mich auch hingelegt. Um Gewicht zu sparen, haben wir nur einen Wasserfilter dabei. Anstatt jeder ca. 3 Liter Wasser pro Tag. Das Coole ist, dass der Grail dann halt auch die Schwermetalle rausfiltert und Viren. Wie schmeckt's? Sehr gut, sehr erfrischend. Perfekt, ja. Frisch gefiltertes Wasser. Und ihr seht, komplett klar. Also wir verfluchen gerade jeden Aufstieg. Ja, also wir geben euch heute Abend nochmal ein Feedback, wie viele Höhenmeter wir heute erklommen haben. Ist nicht die Distanz, ist echt die Höhe. Ja. Ja. Wir haben gerade ein bisschen Pause, es geht nämlich gerade. Aber wir haben nicht viel gefilmt die letzten Meter. Wir waren viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Das war schon echt ganz schön hart hier, die Höhenmeter. Und ja, um auf das Hardhiking zurückzukommen, war es nicht ganz gut zu schaffen hier, weil auch die Wege voller Steine sind und man im Prinzip super sich konzentrieren muss, dass man nicht umknickt oder fällt. So, wir melden uns nochmal. Wir haben gestoppt. Die Dämmerung hat eingesetzt. Wir sind über 9,5 Stunden unterwegs und auch geschafft für den Tag. Wir schlagen jetzt hier unser Biwak auf. Ich freue mich jetzt auf unser Trekking-Food und was Warmes im Magen. Es wird schon richtig stockdunkel hier im Wald. Und es fängt an so ein bisschen zu niesen. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Und als erstes machen wir jetzt unser Essen warm. Um Gewicht zu sparen, haben wir uns hier so 2 Packungen dehydrierte Mahlzeiten besorgt. Kommt mit Wasser auf. Jetzt können wir euch gerade nicht mehr bei Tageslicht zeigen, was wir dabei haben. Aber kurz zur Erklärung. Plane? Und zwar, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nichts Neues kaufen, das ist der Zeltboden von unserem Zelt. Wir haben einen Not-Biwaksack dabei und einen Schlafsack und eine Isomatte für uns beide zusammen.
Wow, das sieht gut aus. Oh. Seht ihr unser Abendessen? Sieht zwar nicht appetitlich aus, aber wir haben richtig, richtig, richtig Lust darauf. Ich muss sagen, es riecht fantastisch und wir haben den gerade hier zwischen den Beinen und es ist so wahnsinnig heiß. Richtig gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Nacht war 3, 2, 1 beschissen. Wir haben nicht gefroren. Es war super, super kuschelig in dem Schlafsack und im Biwak. Aber es hat heute Nacht noch angefangen zu regnen. Und es war so hart. Ja. Also mein Unterrücken und meine Hüfte tun so weh. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, und wir konnten uns auch halt, also ich fand den Schlafsack halt zu zweit doch relativ eng und so von der Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkter. Aber was total interessant war zu beobachten, als wir ins Bett gegangen sind, war es halt schon relativ laut noch immer so. Also der Wald war noch aktiv und irgendwann nachts war es aber wirklich richtig, richtig ruhig. Leider Abbruch. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Meine Hüfte und mein Unterrücken haben sich von der Nacht nicht erholt. So wären die letzten 45 Kilometer heute nicht drin gewesen. Aber jetzt erstmal, was lief gut bei unserem ersten Fast Hiking Adventure? Ich fand die Kleidung, die wir anhatten, hat sehr gut funktioniert. Und zwar weder zu warm noch zu kalt. Ich fand auch die Strecke sehr schön, sehr abwechslungsreich und fast menschenleer. Dadurch, dass wir jetzt 40 Kilometer gelaufen sind gestern, hatten wir auch wirklich so eine Strecke, dass man den Kopf komplett frei bekommen hat. Die Waldluft war richtig, richtig toll. Also man hat erstmal den Unterschied gemerkt, auch zum sonst dem städtischen Klima. Sehr aufs Abendessen gefreut und wurden nicht enttäuscht. Ja, sowohl die Y-Food-Riegel als auch die Tracking-Nahrung, die wir dabei hatten, waren beides sehr gut. Merken wir uns fürs nächste Mal. Ja, also wirklich sehr lecker. Und die Nacht war auch, wir waren komplett warm. Also haben nicht gefroren, alles wunderbar, ja. Ja, wir sind auch trocken geblieben, obwohl es zwischendurch nochmal angefangen hat zu regnen. Mhm. Wir haben dann die Regenjacke übers Gesicht gelegt. Ja. Und ansonsten hat der Biwaksack uns warm gehalten und trocken. Mhm. Was hat nicht so funktioniert? Wir hatten ja den Plan, weite Strecken zu joggen. Mhm. Aber aufgrund des matschigen Untergrunds und der vielen Steigungen und des anspruchsvollen Profils ließ sich das kaum umsetzen. Also wir haben insgesamt 1660 Höhenmeter gestern gemacht gehabt, haben trotzdem in 5 Kilometer Stunden Schnitt gehalten, was also wirklich auch echt gut ist über die ganze Distanz. Nur für das, was wir eigentlich vorhatten, war wahrscheinlich das Profil doch für den Einstieg zumindest nicht ganz so geeignet. Das würden wir dann nächstes Mal schauen, dass wir vielleicht was Flacheres nehmen, damit man auch wirklich diese Laufstrecken einbauen kann. Und was noch nicht funktioniert hat, war zu zweit auf einer Isomatte zu liegen. Mhm. Also ich schätze, das Gewicht von zwei Personen haben wir die einfach so platt gelegen, dass wir entweder Rückenschmerzen hatten, wenn man auf dem Rücken lag, oder einem die Hüfte wehtat, wenn man auf der Seite gelegen hat. Ja. Also es gab keine komfortable Schlafposition. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Ja. Aber wir sind nicht abgeschreckt. Nee, das war schon eine super Erfahrung, auch mal im deutschen Wald tatsächlich ohne alles zu sein. Und eine Zeltwand, ja, die gibt einem vielleicht doch noch mal eine andere Sicherheit als der Biwak ist, wo man wirklich den direkten Kontakt hat und nach oben guckt und die Baumkronen sieht. Also schon auf jeden Fall ein beeindruckendes Erlebnis. Wir freuen uns dann aufs nächste Abenteuer mit euch. Ja, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss. Tschüss.